stärken uns nochmal, bevor wir hier unsere lieben Zuschauer grüßen und ich natürlich auch. Wir sind hier bei Gemnok, bei Prampek, bei Bolak statt Bolek, also Bolak, Bolek, aber hier ist die Lolek-Version richtig geschrieben. Nee, ist auch egal, Trollek. Das hat ja mal sowas Asterix-mäßiges, ne? So Methusalix, Asterix, Obelix, Maulav, Telegraf, bei Asterix und die Wikinger. Ja, also wer Asterix kennt, der weiß, was ich meine. Schauen wir mal bei den Ruinencrawlern. Der Ork Gemnok fürchtet sich zu, so, er fürchtet sich vor. Oh. Okay, das heißt also, wir müssen die Ruinencrawler für Gemnok wegballern. Es wäre gewagt, einer seiner grauen Steinplatten zu stehlen. Ich habe ja ganz viel Geschick. Ich mach's mal. Oh ja. Okay, danke sehr. Er hat nichts gemerkt. Dann gucken wir uns mal hier oben die Ruine an. Geht's hier oben rein? Nein. Wieso nicht? Ah, hier ist irgendeine lustige Steinplatte davor. Ach, das Wort lustig habe ich lange nicht mehr benutzt, ist mir aufgefallen. Hier auf der anderen Seite ist ein Schalter. Ja, das dürfte doch wohl... Das ist richtig. So. Schau. Wie bitte? Okay, nochmal. Schalter bewegen. Ich habe mich umgezogen, noch ein bisschen meinen Restbalken aufgefüllt. Jetzt schauen wir mal, wer so alles. Da ist was. Ein Starker-Skelettkämpfer. Ein Starker-Skelettkämpfer ist das. Der mich ganz stark weggeskelettet hat. Ah. Gut, nochmal Schalterchen. Und dann probieren wir mal mit Böses vertreiben. Weil da irgendwie was vertreiben können. Oh, das hat geklappt. Da war doch noch einer, ne? Ah ja. Oh. Ah, shit. Aber hat noch geklappt. Okay. Was war denn da noch? Ist da noch mehr? Nee. Hä? Okay. Hier ist nichts mehr, außer hier diese geheimnisvolle Truhe, die zu knacken ist. Mach ich gleich. Ich will erstmal mich wieder ein bisschen regenerieren. Jawohl. Stift habe ich gezückt und jetzt probieren wir mal aus. Okay. Okay. Ja, statt jetzt. Okay. Okay. Ich mache das einfach, ne? Hätte ich gar nicht machen brauchen. Ach, noch eine violette Steintafel des alten Volkes. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie viel... Ich dachte, ich hätte schon eine violette Steintafel. Wo waren sie denn nochmal? Die waren ja ganz auffällig. Aha, hier. Steintafel des alten Volkes und blaue Steintafel. Okay. Okidoki. Das sind dann unterschiedlich. Ah ja, die eine hat einen Riss, obwohl die hat auch einen Riss. Okidoki. Jo, das wird sich bestimmt später klären. Muss man, ach ja, den haben wir ja schon, ne? Nicht zu holen. Können wir hier hoch? Nee. Ich hätte mit meinen Fingerkuppen doch noch was berühren können. Okay, lohnt es sich hier die Stufen abzuklappern hier? Kann mir einer das mal in den Kommentaren bitte schreiben, bevor ich hier noch blöde Zeit vergeude? Ach, ja okay, hat sich erledigt. Hier ist irgendwas. Was ist das? Hä? Okay. Kann man hier was auslösen? Nee, nichts. Kann man nichts auslösen. Denn hier noch so was Ulkiges? Uns das mal genauer an. Da ist noch sowas. Oder ist das Textur? Ne, das ist Textur, ist das. Okay. Sonst hier was? Ich glaube nicht. Wie schon gesagt, wenn ich was Vermeintliches vergessen haben sollte, dann bitte erzählen. Schreiben. Ich mach dich fertig, Mora.
Ich mach dich sauber. Scheiße. Alarm. Hm. Bleib stehen, feiger Mörder. Ja, ich hau ab. Mist. Okay, hoffentlich klappt's denn noch. Ich hab's irgendwie gewusst, dass ich wieder so einen Flüchtigkeitsfehler gemacht habe, aber schauen wir mal, ob sie uns wieder erkennen. Hoffentlich geht's, sonst muss ich wieder neu anfangen. Alles gut. Keiner ist mehr sauer auf mich. So, wir müssen die ganzen restlichen Wüstencrawler und sowas hier noch vernichten. Das ist natürlich echt übel. Wo sind sie denn? Auf der Suche nach diesen vielen Viechern. Was liegt da? Da liegt so eine Steinfigur. Okay. Wie soll ich mal speichern? So, vor mir liegt was. Textur oder ein Skelett. Was haben wir denn noch für Wüstenwölfe? Mhm. Nein. Gucken wir mal, ob wir den kriegen tun. Wo ist denn jetzt rein? Hallo? Okay. Dann ist dahinter noch einer. So, noch mehr? Nö, nur noch ihn da. Also jetzt bis jetzt. Ja, jetzt muss ich wieder meinen Ring an- und ausziehen. Okay. Gut. Wo könnte es hier weitergehen? Ich habe auch keinen Anhaltspunkt. Es sieht alles gleich aus hier. Alles gleich. Okay, da hinten sind noch ein paar Wüstenwölfe. Oder einen zumindest hier. Und hier in der Nähe. Durch die Ruinen von Tatmor. Hätten sie auch noch was. Moment. Ah, da kann er noch nicht hinzielen. Okay, ist auch ein Wüstenwolf. So nebelig da. Oh. Dümmlich sind sie. Okay, gut. Machen wir den auch so auf Dümmlichkeit. Los, komm. Lauf mal dümmlich gerade auf mich zu. Okay, hat ein bisschen länger gedauert. Kidoki, Shosimusi. Da liegt was. Was liegt da? Mittlere Wunden heilen. Ach ja, richtig. Diese Sprüche könnte ich auch mal wieder anwenden, statt immer nur Tränke oder sowas zu verballern. Oder... Naja, ich habe nicht so hochwertige Suppen gekochen können. Hier ist noch so ein völlig eingesandetes Monument. Das verleitet doch dazu, mal hochzuklettern und zu gucken... Nichts auf dem Dach. Wurde nichts aufs Dach gelegt. Ups. Ach, da hinten ist ja noch einer. Da ist ja noch ein Handweiser. Okay, man sagt auch Wegweiser dazu, nur ich sage ganz gerne Handweiser. Okay. Wo geht's denn hier hin? Da geht's wieder nach Stadt. Da geht Stadt, du. Da hinten oben. Aber da kann ich ja noch nicht hin. Angeblich.
So, hier war da noch was. Da war doch noch irgendwo ein Füchslein. Ein Wölflein meine ich. Ah, ist ein Wölf. Und noch mehr Wölfleins. Ja, das ist. Hätte ich was Längeres, dann hätte ich ihn wegballern können. Aber ich bin ja kein Langschwertprofi. So, lass ihn erstmal springen. So. Oh, der hat mich erwischt. Nicht gut. Kommen wir hier hoch. Los, komm, wir kommen hier hoch. Schade doch nicht. Oh. Oh. Hm. Aha. Endlich mal ein kleines Ruinstück mit einem Schalter. Da ist sogar ein Schlüssel drauf. Und wenn da nicht wieder so eine Kachel drin ist, also so ein Stein, dann lache ich mich kaputt. Ich gehe mal eben speichern und essen. Irgendwie höre ich was. Irgendwie grummelt da was. Okay. Dann gucken wir mal, ob das eventuell... Nee. Nee, okay. Okay. Hm? Gut, ich hab's doch geahnt. Eine rote Steintafel des alten Volkes. Ja, schön, gut. Des alten Volkes, des alten Volkes. Speichern. Ja, mal gucken, was uns da unten erwartet. Aber vorsichtshalber werde ich mal meine Ritterrüstung anziehen. So, aha. Und mal wieder den Ring mal an- und abtun. Dann sollte es klappen. Oh, ein Wüstenwölfchen. Einfach mal so aus der Ecke hervorgeschossen. Und hier ist noch was. Irgendwo höre ich noch was. Ah, da. Machen wir mal kurz einen Prozess mit dem Ruin Crawler. Bevor er mit mir kurz einen Prozess macht. Da hinten geht's nahtlos weiter mit dem nächsten Ruinen Crawler. Also, das ist wieder so einer, der immer so die Hände hochhält. Hände hoch oder ich schieße. Dann gucken wir mal weiter. Was wir hier in dieser Richtung bekommen. Beachte hier diese schönen Zeichnungen. Oh, Alter, was ist das? Doch was. Ach, das ist der Schatten. Ups. Hä? Nee, ne? No. Ich will spannend machen, klar. So, hier wieder. Die Gruppe der Orks. Okay. Mal weiter gucken. Wir waren ja noch nicht bei diesen Säulen da. Wo sind denn die gewesen, diese vielen Säulen? Soll ich da hingehen? Ach, da. Was sie hier haben. Ach, wieder ein paar. Ah, da sind noch ein paar Ruinen-Crawlerchen. Gilt es auch mal wieder ein bisschen peu à peu, aber nicht mit Pfeil und Bogen hier. Na komm. Andere bleibt noch. Oh, nee. Wie viel sind's denn? Oh, jetzt wird der hier nicht angezeigt. Okay. Versucht er natürlich rumzukommen. Und dann ist der auch hin. Dann gucken wir uns erstmal hier auf dem Plateau um. Hm. Durch diese verwirrende Textur kann man auch nie so gut erkennen, ob hier überhaupt wirklich was Gutes rumliegt.
Es liegt hier nämlich nichts rum. Da oben war ich. War ich denn schon hier? Abspeichern. Moment. Nee, bestimmt. Hä? Der eine aus wie der andere. So, gucken. Liegt hier wieder ein Spruch? Nee. Ich glaube, dann werde ich doch mich direkt auf dem Wege zu diesem Gebäude hier machen. Ach ja, Schalter, Schalter, Schalter. Man sollte auch wissen und Licht machen. Das mache ich aber gleich. Mal gucken. Was es hier noch gibt. Denn das Licht, das hat so eine Art Gegenblendeffekt. Kann man da überhaupt rein? Okay, dann müssen wir gleich mal ein Licht anmachen, einen Lichtspruch setzen, damit ich überhaupt was sehen kann. Sicher ist sicher. Ich entscheide mich für ein natürliches Licht. Das blendet auch nicht so. Wenn du direkt über einen Schädel drüber hast. Okay. Ist wieder klar. Genau gucken, ob es hier Schalter gibt. Also Schalter sollten eigentlich immer quadratisch sein. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier eventuell. Benzefell, nee, auch nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass man hier irgendwie hochsteigen müsste. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, what's the matter here, ne? Also, ob da irgendwas ist mit Schalter an diesem Gebäude. Dann schauen wir nochmal weiter. Gibt's denn hier... wir wiederholen uns, ich weiß. Ach, jetzt ist das Gebäude wieder ein bisschen mehr eingesandet. Also diese gleiche Textur. Textur nicht, aber die gleiche... Das gleiche Prinzip, das gleiche... Ruinenstück. Ja, war's das jetzt an Sandräubern und so? Oder muss ich nochmal hier durch und gucken? Ja, wieder sowas. Das ist echt ähnlich. Nee, hier war ich noch nicht, weil hier liegt ein Schädel rum. Genau. Maul auf, einmal eine schöne, einen schönen Calvados. Calvados trinken. Calvados. Was ist denn Calvados? Apfelwhisky. Apfelwhisky. Nee, Apfelsaft in alkoholisierter Form oder stark. Gibt auch noch Apfelwein. So, was erzähle ich da? Soll ich wieder mal zurück zu den Orkis? Das werde ich wohl machen. Guck mich aber hier oben nochmal um und gehe mal hier rein. Weil hier liegt nämlich ein Unwetter rum. Herrlich. Herrlich, herrlich. Moment mal. Ich dachte, hier einen Eingang gesehen zu haben. Liegt denn hier noch was rum? Nein. Hier ist auch nichts. Kommt mir bekannt vor. Das Dach. Oh, da gibt es noch ein bisschen Gezücht. Aber erstmal will ich hier sehen. Oh, speichern. Irgendwas grummeln gehört. Ja, genau das habe ich grummeln gehört. Alles klar. Oh, geh doch mal hoch hier. Der geht hier nicht hoch. Menno. Ein Läufer ist er noch. Der geht hier nicht hoch. Leute, ich fasse es nicht. Und hier? Ich muss sowieso hier. Da geht das auch. Nee, das geht gar nicht. Wie gemein ist das denn jetzt? Okay, dann machen wir den hier fertig. Was soll's?
Hände hoch. Oder du stirbst. Quest-Ruinen-Crawler. Danke. Danke übrigens, liebes Mod-Team, dass jetzt hier auch eine Quest-Bestätigung gibt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob ich dann... da gucken wir auch mal gleich ins Handbuch. So, das dürfen alle Crawler gewesen sein, die sich in der Nähe der Pyramide aufgehalten haben. Gemnock kann jetzt wieder etwas weniger zittern. So, hier komme ich hoch. Da ist der Schadeläuwe. Wie habe ich denn den anderen? Ja, mit Feuerball. Ich mach's anders. Ich habe noch genug schwarzes Erz. Essen wir erstmal das schwarze Erz. Oh, hat leider nicht geknallt, wie es eigentlich sollte. Ja, ein bisschen geprankt hat er, das ist gar kein Problem, aber dafür ist es der Wüstenschattenläufer. Geschichte. Na, was ist denn das eigentlich hier nochmal? Achso, Fell eines Schattenläufers. Aber das ist erledigt. Weiter gucken, ob sich... ja, die Schwummerfunktion ist jetzt raus. Und, gucken wir mal. Ja, das war jetzt dieses Gebäude. Wow, und jetzt sind wir hier an dieser riesen Felswand von Ashdod. Ich vermute, dass es Ashdod ist. Ansonsten, stimmen die Handweiser nicht. Okay, wenn das jetzt alle Crawlertjes gewesen sind, dann werde ich jetzt noch mal eben kurz hier mal den Kreis ziehen und gucken, ob hier was zu entdecken gibt. Ich glaube aber nicht. Das dürfen wir eigentlich alles... Nee, das war noch nicht alles. So, da war nämlich irgendwie so ein Snabby oder sowas hier. Was ist das? Ein Wüstenschnäpper, richtig. Okay. Naja. Ja, lauf weg. Wo willst du denn hin? Ah, oh, ein bisschen was einstecken habe ich müssen. Unvollheilung bitte. Irgendwie fehlen manchmal hier die Sounds. Nicht zu plündern. Man kann es sich auch vorstellen. So, die Ecke ist dann auch untersucht. Summe. Ja, da müssen wir uns wieder nach Feuerchen Ausschau halten. Oder war hier noch was? Sieht alles gleich aus. Ich will hier nichts verpassen. Dann gibt es hier noch so ein super Special Artefakt. Oder vielleicht gibt es hier schon das erste Artefakt, wie zum Beispiel ein schmaler Lederbeutel. Schmaler Lederbeutel. Ich habe noch nicht gelesen bis jetzt. Klein, mittel, schwer, groß, anders, aber schmal. Nee, anders natürlich nicht. Aber der Lederbeutel ist schmal. Wir stecken da drin, gucken wir mal eben. Hier steckt er. Für einen schmalen Lederbeutel ist er ziemlich dick. Wiegt nicht viel. Aha, da muss ja nicht viel drin sein. Aber was ist drin? 5 Gold, alles klar. Okay, Bolzenpaket können wir nebenbei auch mal aufmachen. Dann, nee. Nope. Ja, ich würde sagen, so gut wie alles, fast alles abgeräumt oder untersucht. Jetzt gehen wir runter zu den lustigen Orks. Hier ist noch ein Turm. Okay. Was ist am Turm zu finden? Eingang, Ausgang. Nee, wohl nix, wa? Stopp mal, hier ist ein Fels. Aber warum liegt der Fels hier vor? Hier eine Öffnung ist. Hä? Was zum Geier? Das hört sich nach... Was ist denn das? Das ist doch ein Zombo. Zombie-Zombo. Speichern.
Und wie kommt man da jetzt rein? Rüberspringen? Ich habe das doch schon mal probiert. Geht das denn überhaupt? Ah, das geht. Okay. Ach, eine Mumie ist es. Okay. Wie viele Mumien sind es denn? Mumie mitten im Turm. Die Turm-Mumie, Leute. Ja, es kämpft sich recht schlecht, wenn man so dick angebunden ist. Okay, die hat mich auch noch vergiftet. Es gibt Giftdrüse. Ah ja, okay, eine giftige Mumie, liebe Leute. Okay, jetzt kann man hier runterspringen. Ah, was hat denn das für eine Bewandtnis? Lieber speichern. Okay, nee, in diesem rein. So, geh mal rein und guck dich mal hier oben. Ach, so tief ist das gar nicht. Da kommen wir auch wunderbar wieder raus. Ah, alles klar. Steintafel der Magie 3 und eine Steintafel des Alkenvolkes Nummer 4 in grün. Jetzt muss ich mich natürlich wieder genau positionieren, wie ich hier rauskomme. Gucken. Mal, wo ist denn hier der Sand am höchsten? Da, okay. Dann, Kidoki. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den lustigen Olex, Lolex, Trollex. Wo waren die nochmal? Oh, stopp. Nein, nein, diesmal nicht, diesmal nicht. Da sind sie richtig. Da wollen wir da mal hinspringen und den Gemnok erzählen, dass wir alles gefunden haben. Beziehungsweise das Viecher. Er hat ja so Angst. Du brauchst dich nicht mehr fürchten. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Die Crawler sind erledigt. Hm? Ist das wahr, Mora? Ja, wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja nachsehen. Nachsehen? Nein, lieber nicht. Nachher hast du noch ein Vieh übersehen. Was ist jetzt mit diesen Artefakten? Nemrosch hat befohlen, ihm Artefakte zu bringen. Viele Artefakte. Artefakte des alten Volkes. Was genau sucht Nemrosch? Das weiß ich nicht. Das musst du ihn schon selber fragen. Ich glaube aber nicht, dass er mit dir sprechen wird, Mora. Na toll. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Bekomme ich zumindest etwas für meine Mühe? Gemnok hat leider nicht viel. Ich kann dir nur diese alte Steinplatte geben. Vielleicht kannst du dieses Ding ja irgendwie gebrauchen. Warum verschenkst du Artefakte? Ich denke, Nemrosch sucht nach welchen. Diese grauen Steinplatten haben wir schon im Überfluss, Mora. Nemrosch will andere Artefakte. Steinplatten von anderer Farbe. Steinplatten mit anderer Farbe? Ja, Mora. Es soll welche mit 5 verschiedenen Farben geben. Das stand zumindest in einer alten Inschrift, die von einem der Schwarzmagier entziffert wurde. Aber bisher konnte ich hier keine von diesen Artefakten finden. Wenn du mir bei der Suche hilfst, bekommst du noch eine graue Steinplatte von mir. Wo könnte ich solche Steinplatten finden? Was weiß ich, Mora. Wenn Gemnok das wüsste, hätte er schon selber danach gesucht. Irgendwo hier in den Ruinen müssen diese Artefakte herumliegen. Ups. Ende. Dann gucken wir nochmal nach. Okay, Gemnok sucht für Melrose 5 verschiedenfarbige Steinplatten. Diese müssen hier irgendwo in den Ruinen zu finden sein. Jetzt gucken wir nochmal nach. Bei diesen Artefakten. Die sind ja alle bunt. Hier, da sind welche. Also, das sind ja noch... Moment, anders. Altes Volk, 1 und 3. Dann haben wir hier gelbe, blaue Steintafel. Ich glaube, das sind die nicht. Das sind ja Artefakte heißen. Okay, kommen wir denn schon weiter, indem wir Nemrosch die beiden mal zeigen oder geben? Oh! Akzessviolation. Tja, das kann auch mal passieren. Ist übrigens gerade nur mal das zweite Mal in dem ganzen Spiel. Oder das dritte Mal. Ja, da würde ich sagen, bevor wir rüberfetzen für die nächste Folge zu Nemrosch, dann mache ich mal für diese Folge Schluss, weil ja schon ein bisschen an der Zeit ist. Wir sehen uns wieder. Schreibt einen Kommentar, ihr wisst Bescheid. Und einen Daumen. Ciao und habt eine gute Zeit.